Sonntagmorgen die Lagune der Entscheidung. Hier wird Fabio seinen Traum ausleben und an den Olympischen Spielen in Rio starten dürfen. Eine grosse Ehre, die viel Beachtung findet. Während in der Heimat einen grossen Pult kann Freunde, Verwandte, Sponsoren, Bekannte und Mitläufer via Public Viewing ein gesittetes Fanerlebnis erfahrt, ist der Ultra-Fanblock, liebevoll auch Hooligan-Fraktion genannt, natürlich live vor Ort und weiss, wie man die Stimmung fürs Rennen kommt. Wir kommen jetzt zum Chefsprecher der Hooligan-Fraktion, Reto Weiss. Reto, wie viel Bier hast du heute schon gehabt? Ja, das ist ein bisschen wässriges Bier, darum habe ich schon zwei gehabt. Also, liebe Zuschauer, es ist knapp 9 Uhr, aber es ist okay, weil ich auch schon am zweiten Bier bin. Und Manu, du bist immerhin schon am ersten, oder? Genau. Und in der Schweiz ist es 12 Uhr. Und der Vorredner hat gerade gesagt, soviel ich verstanden auf Bord, ist, wir sollen ganz viel trinken. Selbstverständlich sind wir dem ärztlichen Rat gefolgt und bereit für das wichtigste Rennen im Web im Leben gewesen. Nur, wie berichtet man von einem Kanorennen, dass man nicht filmen, nicht aus dem Internet klauen oder andersweitig im Originalbild zeigen kann? Klar, das über alle Zweifel erhabene IOC hat in seiner unendlichen Weisheit Rio News keine Journalistenakkreditierung gegeben. Investigativer Journalismus wird beim Juniorpartner der FIFA nicht gern gesehen. Zudem kann der Fabio Ärger bekommen, wenn Rio News wie immer in rechtlicher Grauzone Filmmaterial aus dem Internet sucht. Wie also eine Rennberichterstattung ohne Bildrecht? Ganz einfach, wir sind Kajak News, Pressefreiheitsbeschränkungen entgegnen wir mit Kreativität. Guten Morgen, liebe Zuschauer zu Hause an den Bildschirmen. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zum Rennen der Kajakherren einer über 1000 Meter hier direkt aus Rio. Ein wahrlich hochkarätiges Feld, inklusive dem amtierenden Weltmeister aus Dänemark und dem London-Silber-Kanadier, wird uns heute ein spannendes Rennen garantieren. Im schwarz-roten Boot mit der Schweizer Flagge am Zahnstocher, Fabio Weiss. Sie alle warten gespannt, dass es endlich losgeht. Das Startsignal hört und schon geht das Rennen los. Pulsen kommt gut weg, aber auch der Kanadier. Die Osteuropäer schließen auf. Weiss fällt etwas zurück. Immer noch ist er drinnen führend. Teufelskerl, dicht gefolgt vom Kanadier. Das Feld zieht vorbei an den geschätzten 3 Millionen anwesenden Zuschauern. Welche Spannung! Das Feld scheint sich auseinanderzuziehen. Pulsen geht mittlerweile auf die 750 Meter Markierung zu. Ein packendes Rennen. Ja, auch das Publikum ist aus sich vor Spannung. Die Entscheidung muss gleich fallen. Pulsen vorne mit der einen Rotzellen abstoppen vor dem Kanadier. Und? Jawohl, Dänemark für Slowakei, vor Kanada. Und wo bleibt dies? Leichte Probleme mit der Steuerung. Achtung, was der Mann. Oh nein! Er fährt den Kameramann tot. Was für ein tolles Rennen. Mittlerweile erreicht das restliche Feld ebenfalls das Ziel. Und Vorsicht beim Ausfahren! Nein! Schade um die Boote Kanadas und Ungarns. Alles in allem ein enttäuschender Rennausgang für die Schweiz, aber definitiv ein Gewinn für den Zuschauer. Ich gebe zurück ins Studio. Tja, so ungefähr ist das Rennen verlaufen. Der Fabio ist das siebte Ziel und hat somit Quali für den Halbfinale verpasst. Eine bittere Niederlage für den so glücklichen Olympionik. Hier selber aber wissen, dass der Fabio sicherlich den schwersten Vorlauf mit einem enorm starken Feld verwünscht hat. Es hätte einfach nicht sein sollen. Natürlich war an diesem Tag der Fabio niedergeschlagen. Doch schon bald nach dem Rennen hat er sich in Erinnerung gerufen, er ist Olympionik. Eine Bezeichnung, die man sich hart verdienen muss. Mit dieser Gewissheit im Rücken konnte Fabio schon bald wieder lachen. Das Wiedersehen mit alten Freunden hat sicherlich auch dazu beigetragen. Und die Hooligan-Fraktion hat sich ihren Tugenden besonnen und Becher gesammelt. Letztendlich konnten wir Olympia gemeinsam geniessen. Von dem her kommt mein zweites persönliches Ziel. So viel, das ist eigentlich immer das Gleiche, so viel Bier vernichten wie möglich. Nach 3 gemeinsamen Tagen Olympische Spiele und Rio haben wir uns für ein abschließendes Fazit einen mehr als speziellen Ort ausgesucht. Fabio Weiss, wir sind jetzt gerade hier auf der, ja, bei der Christusstadt, das Wahrzeichen von Rio, bei bestem Wetter, wie man sieht. Wunderbar. Ich denke, sinnbildlich für die Olympischen Spiele, also auch ein bisschen mit Höchst und Tiefs. Was ist für dich dein Tiefpunkt an diesen Olympischen Spielen? Ja, ist ganz klar der Vorlauf, der Moment, wenn du über die Ziellinie als Letzter fährst und überschaust, dann siehst du, ja, das ist doch ein Stück weg von der Konkurrenz. Das ist eine mega Enttäuschung, das ist nicht schön. Und das ist, ja, es sind wirklich viele negative Emotionen in dem Moment einfach hochgekommen. Ja. Ich würde sagen, es gab einige negative Sachen. Ich würde aber sagen, wir hatten eine sehr gute, sehr lustige Woche gehabt. Was war für dich dein Highlight? Also rein wirklich so positive Emotionen ist vor dem Rennen. Das ist genial gewesen. Ich würde das, glaube ich, nie vergessen. Die Busfahrt an die Strecke her, wo spiegelglatter See herrscht. Und du freust dich so auf ein Rennen. So viele Leute, die dir geschrieben haben und sich mit dir freuen. Und du weißt auch, so viele Leute sind die Heide mitverfolgen. Dann auch die Fans, meine wirklich engsten Freunde, die hier vor Ort sind. Das ist extrem cool und das ist etwas, was ich definitiv nie vergessen werde. Was kommt jetzt nach den Olympischen Spielen?
Ja, definitiv, der Empfang wird cool, da freue ich mich extrem drauf. Nachher ist eigentlich ja, nicht gerade jetzt Erholung pur angesagt, auch nicht im ersten Moment. Ich habe noch die Deutsche Meisterschaft, nachher ist noch die Schweizer Meisterschaft. Dann ist mal Ferien angesagt, wo ich mich auch sehr darauf freue. Und dann geht es los mit dem Studium, dann Ende September. Und Zügeln ist auch noch, genau. Es läuft wirklich relativ viel. Und, macht ja hauptsächlich Manu. Ja, genau, macht ja alles Manu. Nein, ich freue mich sehr auf die Zeit, die jetzt kommt. Ich freue mich dann aber auch, wenn es mal ein bisschen ruhiger wird. Und ich hoffentlich wirklich mit viel Stolz auf eine extrem schöne Zeit in Rio zurückschauen. Ich finde durchaus und vielen herzlichen Dank. Danke.